Jo Leute, was geht ab? Und da ist er auch schon wieder, euer DGD-Doktor am Start, zusammen mit der Puppe. Heute sind wir am Playa Estanya. Und wenn man jetzt hier weitergeht in diese Richtung, dann kommt man zum Playa Estrenc, sollte ja bekannt sein. Einer der schönsten Strände auf Mallorca, unter anderem auch Naturschutzgebiet. Und es gibt weiter hinten auch einen Parkplatz, wo man parken kann, der ist aber meistens sehr, sehr voll. Und für uns ist dieser Strand hier, der Playa Estanya, das ist quasi die erste Bucht, wenn man vom Hotel Marquez kommt, am angenehmsten und am praktischsten auch zum Laufen vom Hotel, weil bis hierhin haben wir es ungefähr 1,3 Kilometer. Und das jeden Tag hin und zurück bei der Hitze mit vollem Gepäck, das reicht natürlich. Ja, Freunde, aber heute möchte ich mal dieses Wetter hier nutzen und diese schöne Aussicht hier auf das glasklare Wasser im Hintergrund, um mit euch zusammen mal eine Erdbeere anzutesten. Der ein oder andere von euch, der kennt mich ja schon ein bisschen länger und weiß, dass ich unter anderem sehr gerne sämtliche Flüssigkeiten, die mit Erdbeer versetzt sind, konsumiere. Und auf Teneriffa gab es ja dieses leckere Clipper-Fräser, was ich übelst gefeiert habe, wo es unter anderem auch Eiscreme von gab. Und das gibt es hier auf Mallorca leider nicht. Aber dafür habe ich hier im Supermarkt etwas anderes entdeckt. Und zwar von Chupa Chups, ja, Premium Erdbeer. Also das ist quasi ja, die Chubby der Cola-Dosen, wenn man so will. Natürlich stelle ich mir das Ganze sehr, sehr süß vor. Chupa Chups sowieso, ne, müsst ihr überlegen, diese Lollis, die sind ja übelst süß und ich kann das hier auch keinem empfehlen, weil das ist bestimmt die übelste Zuckerbombe. Aber ich möchte das trotzdem ganz gerne mal heute mit euch zusammen probieren und ich bin gespannt auf den Flavor, weil das hier sieht wirklich nach Sparkling Strawberry Cream Flavor, also wirklich ein Premium-Produkt, was wir hier haben. Und das schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen vom Geschmack an. Und dann wollen wir auch mal antesten, wie dieses leckere Chupa Chups Premium Flavor Erdbeer hier so schmeckt, bevor es nachher warm wird. Weil lange bleibt das bei den Temperaturen hier nicht kühl. Ich werde jetzt erstmal den Geruchstest machen. Ja, und das riecht auf jeden Fall nach einer süßen Premium-Erdbeer. Sehr, sehr süß. Ich werde jetzt auch mal einen Tropfen auf den Finger, oder naja, auf den Finger wird ein bisschen schwierig, einen Tropfen am Finger ganz vorsichtig probieren. Ja, und da haben wir schon so eine leicht süße Erdbeer. Aber noch nicht wirklich. Also ich glaube, ich nehme mal einfach einen Schluck. Das macht die Sache hier leichter. Und ich sag mal Prost. Boah. Alter Schwede. Boah. Ey, das ist so süß. Das geht überhaupt nicht klar. Boah, ist das süß, Freunde. Boah. Also das ist wirklich wie so ein ja, Erdbeermatsch mit Sahne. Und mindestens 30 Zuckerwürfel auf diese Dose hier. Boah. Also stellt euch die süßeste Fanta, die es gibt, vor. Noch 10-mal süßer ist das Zeug hier. Chupa Chups. Also ich glaube, als Lolli geht das noch gerade klar, aber zum Trinken echt übel, Freunde. Das ist richtig pervers süß. Jetzt ist es natürlich auch schon leicht angewärmt und nicht mehr ganz so kalt. Ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt hier eiskalt trinkt, ist das bestimmt super lecker und auch ein bisschen erfrischend. Aber momentan so bei den Temperaturen, die wir hier haben, naja, ist das alles andere als erfrischend, macht eher noch mehr Durst. Das Idealste, was man bei diesen Temperaturen trinken kann und was ich persönlich auch immer trinke, ist einfach Sprudelwasser mit Zitrone drin. Das ist das Gesündeste und Beste, was man bei dem Wetter machen kann. Bitte kauft euch nicht so ein Zuckerzeug hier. Ich habe das einfach nur mal für dieses Video hier gemacht, um das mal anzutesten und zu gucken, ob die Erdbeer hier was kann. Ja, so vom Geschmack her ist das gut, aber leider viel zu süß. Wenn es hiervon noch irgendeine Light-Version geben würde, dann würde ich noch sagen, okay, das kann man sich mal gönnen. Aber ja, mit dem puren Zucker und wenn man das hier in jungen Jahren dauerhaft konsumiert sowas, ja, dann ist die Diabetes vorprogrammiert und ja, dann ist das nicht so gesund, ne? In diesem Sinne, ich nehme noch mal einen Schluck. Ja, lecker ist es, aber leider viel zu süß, ne? Ansonsten, Freunde, checkt das mal ab, wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, dann nicht.
ist auch egal. Ich mache mir jetzt noch hier einen schönen Strandtag. Werde jetzt gleich mal schnorcheln gehen. Die Puppe sitzt im Schatten und liest gerade einen Krimi. Und ja, in diesem Sinne bin ich auch schon wieder raus mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das kurze Video hier vom Strand gefallen. Und ja, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock auf mehr Videos von Mallorca oder Reisevideos generell sehen möchtet. Und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Lieblings-Erdbeer ist. Also meine ist immer noch Clipperfresa, die Chupa Chups hier. Das ist ein One-Hit-Wonder. In diesem Sinne, ich bin raus, bleibt alle gesund. Ciao, ciao, peace out, euer Dog.